Ich finde es. Alle haben es mit mir nur gut gemeint. Aber was haben sie mit gut gemeint? Das hört sich an wie so ein Rapper. So. Ist ja auch der MC in Tosh. Stardew Valley, Butch Bob, Stardew Valley, mit der Mike in Tosh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 und der Mike in Tosh spielen Stardew Valley. Mein Name ist Bob. Und ich bin Butch. Und ich bin Mike. Und wir spielen Stardew Valley. Und wenn euch das gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr nichts weiter. So. Dann verpasst ihr gar nichts mehr. Nie wieder. Aber wir verpassen euch eine Folge pro Woche. Wir verpassen aber voll vor den Latz, ey. Ja, richtig. Okay. Immer Krebs schreien. So. Ey, wir erleben ja heute, also in der heutigen Aufnahme, erleben wir ja den hier, ne, von Frühjahr auf Sommer. Genau. Ja, den stimmt, Wechsel. Es ist schon der 27. tatsächlich. Ja, und Wein ist fertig. Mal wieder Wein fertig gemacht. Ah, bei mir ist kein Wein fertig. Ah. Oh. Ich könnte auch ein bisschen Wein. So. Oh, und jetzt auch nochmal Wein fertig. Den kann ich gleich wieder in den Keller machen. Leute, wie geht's euch? Wir haben uns so lange nicht gehört. Ne? Hab mir auch ehrlich gesagt richtig gefreut auf die Aufnahme hier heute. Ich mich auch. Mike muss das hier abernten. Ich bin schon wieder so voll in meinem Erntemodus hier. Ey, ich hab übrigens was Cooles Neues gesehen. Hier, wenn man diese Fischteiche, wenn man das ausleert, also diesen Fischleich und so, das gibt tatsächlich Angeln-Skill-Punkte. Ach was. Ja, war ich auch ein bisschen überrascht. Kommt ein bisschen spät, weil meistens hat man die Teile ja, wenn man sowieso schon fertig ist mit dem Angeln. Na gut, kommt halt drauf an, wie du spielst. Ne? Also viele sagen wenn ich spiele, ist das so. Nee, aber weil viele ja dann sagen, ich krieg das Angeln halt nicht so gut hin und so, da ist das ja dann voll die Option, da zu leveln, ne? Das stimmt. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Start. Mhm. Die Leute könnten sich natürlich auch einfach anstrengen beim Angeln. Nein, ich ist gar nicht so gemeint, ne? Aber es ist schon Ausreden. Nein, es ist schon bezeichnend irgendwie oder schon auffällig, dass viele Leute einfach damit Probleme haben mit dem Angeln. Schon so. Weil ich denke mir einfach, das sind halt so eine Minispiele, die ich eigentlich schon immer mache. Ja, also das ist eigentlich auch. Nichts Neues. So. Aber es ich ist, muss zu Clint. Ich muss auch zu Clint. Ich gehe auch mal zu Clint. Zu meiner Verteidigung, also ne, ich bin auch so ein, ich habe auf der PlayStation 1 schon Rollenspiele gespielt, bei denen Angeln Minigames waren. Und da war das immer okay und alles. Und hier habe ich mich irgendwie völlig dumm angestellt. Und habe mich gefragt, wie zur Hölle soll das gehen? Und ständig flutscht mir der Fisch von der Angel und ich komme nicht hinterher und so. Und dann kam ich dahinter, ich reite an die völlig falsche Stelle. Dann ist mir aufgefallen, dass es total sinnvoll ist, sich eine Übungsangel zu kaufen. Zum Beispiel, also das muss man nicht, aber es ist ein Tipp von mir. Kauft euch eine Übungsangel, dann könnt ihr zwar nur Grundfische angeln, aber es ist ein bisschen einfacher. Und dann kann man zumindest die ersten Erfahrungspunkte sammeln und besser werden. Und dann kann man auch mit der Bambusrute oder so besser umgehen. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig fürs Gefühl am Anfang, dass du da irgendwie reinkommst. Ich kenne das zum Beispiel früher schon von, ja klar, aus der Musik, ne, habe ich ja sowieso schon so ein bisschen Fingerfertigkeiten dabei. Aber eben auch durch Spiele wie Vampire's Dawn früher. Da gibt es zum Beispiel auch so Minispiele. Da gibt es so einen Zirkusort, den man da besuchen kann. Und dann gibt es halt allerlei solcher Minispiele, wo du eben auch Armdrücken machen musst. Und da musst du halt ganz schnell einen Knopf drücken die ganze Zeit und so. Und, ist die Iridium-Hacke meine? Das müsste deine sein, Das müsste deine sein, ja. Alles klar, dankeschön. Ich habe jetzt eine Stahlspitzhacke. Bist du jetzt auch mit allem. Ach so, die Spitzhacke musst du noch machen. Ja, ich. Warte, ich. Ja, ich. Aber dann müsstest du doch mit allem fertig sein, oder? Ich reite mal kurz zum Hof und check das mal. Check mal. Ja, in der To-Go-Kiste auf dem Hof müssten noch Iridium-Barren auch sein. Oh, toll. Das hätte ich vorher das wissen müssen. Hätte ich das direkt weiter machen können. Aber mach das weiter. Mal weiter. Mach das weiter mal weiter jetzt. Yeah.
Das habe ich noch. Und kann ich noch was verkaufen? Hä, warum habe ich hier noch mehr Wein? Ich habe doch den Wein gerade verkauft. Ich bin bisher auf keine Krähen getroffen. Warum steht da noch Vogelscheu? Hä, Wein, uralte Frucht, aber es ist doch noch kein... Ist doch schon Iridium. Da steht nur Wein, uralte Frucht, aber lila. Was ist denn das jetzt? Kann sein, dass ich die noch vom letzten Mal dabei habe. Vielleicht. Das, vielleicht hast du vorgehabt, einen zu saufen. Ich hoffe nur, ich habe nicht den falschen Wein heute verkauft. Weil ich habe auch Wein wieder in Fässer gemacht. Also ganz so falsch kann es eigentlich nicht gewesen sein, was ich hier gemacht habe. Naja. Sehen wir ja dann in der Post-Production. Yay. Ah, yay. So, also ich habe in als Iridium die Axt, die Spitzhacke und ein Galaxieschwert, okay? Was mir noch fehlt, ist die Gießkanne, die habe ich noch gar nicht. Mülleimer. Mülleimer geht ja, auch noch. Ja, gut, der Mülleimer. Der im Inventar. Ja, ja, das ist mir tatsächlich ein Begriff. Aber mehr habe ich. Ach so, doch, die Sense, die ist auch noch gar nicht. Ach, die könnten wir eigentlich schnell mal machen. Also Sense, weil das, Gießkanne. Weil die findet man. Also die verbesserst du nicht bei Clint, da findet man eine bessere sozusagen. Ah, ja gut, dann tue ich die Sense da wieder rein. Aber die Gießkanne muss. Ja, die musst du machen. Die ist jetzt gerade nicht so wichtig. Na gut, für den Vulkan ist die schon wichtig. Ja. Ja gut, dann stecke ich sie mal ins Inventar, aber die muss jetzt deswegen nicht sofort Iridium sein. Dann werde ich jetzt dann werde ich jetzt die Spitzhacke mal schnell Iridiumen. Iridiumisieren. Dein Keller ist ja schon voll bestückt mit Reifefässern. Voll gut. Dann, ich glaube, das wart ihr sogar. Ja, ich habe mich jetzt. Klingt nach uns. Ich wollte jetzt nämlich gerade neue herstellen, aber jo, cool, dann brauchen wir ja gar nicht. Das ist ja nice. Dann, ich habe noch was für Abigail. Dann, ja, Mike, hast du Bock, die goldene Sense zu holen? Mach dir das mal. Ja. Ich habe schon wieder die Iridium-Barren vergessen. Ich dachte mir, ich werde schnell auf dem Weg bei Clint die Spitzhacke in Auftrag geben. Was ist das für ein Aufwand, die goldene zu finden? Die goldene Sense, das müssen, geht 2 Minuten. Durch eine kleine Höhle durch. Also da sind halt auch Monster, deswegen nimm auf jeden Fall ein Schwert mit. Vielleicht auch was zu essen oder so. Also jetzt aber nicht mega viel. Also ich habe jetzt nur Kaffee mitgenommen. Man braucht immer 5 Barren, ne, zum... Ja. Aber Clint hat jetzt schon zu. Der macht 16 Uhr zu. Ja, das wusste ich natürlich. Ich wollte nur wissen, ob du aufpasst. Ja gut, dann bin ich ja, soweit. Dann komm mal mit der Lore zum Steinbruch. Ich komm mal mit der Lore nach dem Steinbruch. Also von der Bushaltestelle mit der Lore zum Steinbruch. Ja. Hier habt ihr schon gemacht? Nee, habt ihr nicht. Nö. Steinbruch. Ich mach nie irgendwas mit. Hallo. Hola. Ja, dann kommen Sie mit, junger Mann. Das kann ich. Oh je. Yeah. So. Oh je. Yeah. So, musst du aufpassen, die sind ein bisschen krasser hier, die Schleime. Die hören sich auch schleimiger an. Ja, ansonsten Jungs, habt ihr irgendwelche Themen vorbereitet? Ja, hab ich. Es gibt etwas, über das ich gerne mit euch sprechen würde. Dann lass mal hören. Und zwar Thema Sprechen. Was ist euer Lieblingszungenbrecher? Hab ich schon mal gemacht. Was ist euer Lieblingszungenbrecher? Mein Lieblingszungenbrecher ist eine Abwandlung eines schon vorhandenen Zungenbrechers. Und zwar, ihr kennt ja alle den Zungenbrecher Fischers Fritze fischt frische Fische. Ja. Ja. Und die Gruppe Die Fantastischen Vier haben in ihrem Lied 4 gewinnt, von dem Album 4 gewinnt, eine Textzeile, wo Thomas D. singt, ich fische frische Fische frischer als der Fischers Fritze fischt. Oh, das ist cool. Und ich liebe es. Ja, es ist wirklich dolle cool. Ich benutze Wörter wie Desoxyribonukleinsäure, aber von Zungenbrechern habe ich null Ahnung. Ich kann halt nur die Fische als Fritze, fischt frische Fische. Was so mit Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid? Ja, sowas, aber
Ja. Ich kenne nur noch der Leutnant von Leuten befahl seinen Leuten nicht er zu läuten, bis dass der Leutnant von Leuten seinen Leuten das Läuten befahl. Gab's da nicht auch sowas mit Barbaras Barbier? Oh, das ist das eine meiner absoluten. Ich liebe Rhabarber Barbara. Rhabarber Barbaras Barbanbart Barbier Bier Barbärbel. Irgendwas gab's auch noch mit tschechische. Irgendwas. Oh, da gab's doch früher von Bulli die Kastagnetten. Oh ja, die waren die gut. Die haben doch nur sowas gemacht, ey. Und das war so extrem. Übrigens, meine Lieblingsfolge, die werde ich ja auch in die Infocard wahrscheinlich packen, ist die mit Ottmar Zittlau. Also mein Schwager. Mein Schwager. Der Heinz. So geil. Ich fand immer schon so geil, wie er einfach nur sagte, Allein, der braucht ja bloß ins Bild kommen und einfach nur rumstehen. Das reicht ja bei dem völlig schon, weil der Typ einfach so da eine... Da ist die Sense! Warte, Mike, halte dich noch zurück für einen Screenshot. Okay, sehr also wohl. Du musst den Screenshot übrigens machen, weil bei mir ist diese Sense nicht vorhanden. Ich muss ihn machen, okay. Oder ich blende auf deine Kamera rüber oder irgendwie so. Das ja, genau, mach sowas. So mach sowas. Ich müsste sonst jetzt Druck und zu Paint und... Ja, nee, passt schon. Sehr gut. Oh! So diesen, wir brauchen jetzt so einen heiligen Ton. Ja, okay, das war cool. Danke für diesen. Die Sense, die hat jetzt eine größere Reichweite und macht sozusagen mehr Schaden, könnte man sagen. Das heißt, ich muss mehr aufpassen, dass ich meine Hühner nicht wegsense. Da Hühner! Ah! Also du könntest ihn jetzt auch mit der Sense natürlich bekämpfen, den Schießen. Das könnte ich, aber... Wie sieht deine Health-Anzeige aus? Sie ist so länglich und oben drüber steht H und da ist ein grüner Balken drin. Ja, wie groß ist der Balken? Da fehlt wirklich nur ein bisschen. Da fehlt echt nur ein bisschen. Also die ist okay, das ist gut. So ein Blödsinn. Ich fand's lustig. Ja, Butch, aber was war jetzt dein Lieblingszungenbrecher? Ich mag eigentlich alle, das ist das Problem. Oh, okay. Ich denke nur an den und verspreche mich schon. Einer der schlimmsten ist tatsächlich ein Englischer. Und da geht's um die Three Swiss Witches. Ja. Oh mein Gott. Alter. Der ist übel. Aber der ist halt für uns noch mal extra übel, eben einfach nicht Muttersprachler sind. Ja. Ich glaube auch nicht, dass den irgendjemand wirklich aussprechen kann. Also selbst Muttersprachler nicht. Außer die sind jetzt echt gut. Kommt drauf an. Ich kann mein fehlendes Zungenbrecherwissen kann ich mit einem Spruch vielleicht zumindest ergänzen, wenn ich sehr den. Gern. Einer meiner liebsten Sprüche oder einer, den ich ganz oft gehört habe und den ich immer so ein bisschen witzig finde, ist: Alle haben es mit mir nur gut gemeint. Aber was haben sie mit gut gemeint? Oh. Das ist schon wieder ein bisschen deeper. Das hört sich an wie so ein Rapper. So. Ja, schon. Ja. Ist ja auch der MC in Tosh. Oh mein Gott. Lass mich ans Mike in Tosh. Oh Gott, ey. Da ist ja. Das Dad-Joke-Level ist heute sehr hoch. Vaterwitze? Ja. Congratulations, you're dad now. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Vater. Oh, was hab ich denn hier? Ich hab den Knaller. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ich hab diesen Hammer, hat irgendein Vieh gedroppt hier. Ah, der ist super. Der soll sogar einer der besten Waffen tatsächlich sein. Nein, Mann, der ist Stufe 7, Alter, der kann nein, also nicht, meine, es gibt ja noch so einen Iridium-Hammer irgendwann, habe ich mal gehört. Ja, der ist, na, den kannst du in der Gilde, kannst du ihn kaufen. Ja, und der soll irgendwie tatsächlich der beste sein, weil der Schaden pro Sekunde wirklich am meisten irgendwie macht, wenn er richtig einsetzt. Der macht richtig Damage. So. Da. Was ist denn jetzt hier noch? Ich wollte irgendwas hier, Alter, einen Haufen Öl pressen? Ja. Okay, hast du ein Problem damit? Pressen. Nee, alles gut. Aber ich es ist 1.40 Uhr, es ist 1.40 Uhr. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich Trauben. Shit, 1.50 Uhr. Okay, ich bin im Haus.
bin im Bett. Nein, nein, Mann! Ja, da wo du hingehörst. Auf dem Boden. In Dreck. Ist aber flach. Er ist einfach zu lange draußen. Ach Mann, ey. War doch so knapp schon. So, warum habe ich hier einen Black... Ah, da ist der Mond. Da ist der Mond. Mike, du musst auf den Mond drücken, ganz oft. Klick auf den Mond, klick auf den Mond, klick ich auf den Mond. Ich kann nicht, bei mir steht Kampfstufe 2 plus 5 Ach so. LP. Ach so, neues okay. Herstellungs-Lebenselixier. Auf den Mond, klick, 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 klick. Oh ja, guck ganz böse. Ah, ja, jetzt weiß ich, was ich mit dem uralten Wein vorhin gemacht habe. Warum ich immer noch was drin hatte. Weil ich am Anfang nur einen verkauft habe und nicht alle 13 gleichzeitig. Ja, so. Hast du jetzt erstmal auf den Kurs warten, ja, oder was? Hat sich doch alles Aktienkurs. Ja, nice. Aufgelöst. Oh, ein bisschen Geld haben wir gemacht. So. Letzter Tag im Frühling, Jahr 4. Der letzte Tag. In the Ghetto, der Frühling, in the Frühling. In the Frühling. Ansonsten, ich habe auch noch ein Thema vorbereitet. Also wenn wir das Thema sprechen und so jetzt. Ja, ich glaube, das könnt ihr mal hier in Kommentare schreiben, was deren Lieblings-Zungenbrecher ist. Oh ja, bitte. Oh, das wäre cool, so eine Ansammlung von Zungenbrechern. Ja, da können wir nämlich mal richtig coole Sachen. Und zwar habe ich mir hier noch aufgeschrieben, Essen teilen. Und zwar Joey hat doesn't es sich, share food. Sorry. Und zwar hat es sich zugetragen, dass ich mit meinem Team auf Arbeit, ne, Team-Event und so, und dann haben wir halt Sachen gemacht und haben auch Pizza bestellt. So, und wir haben halt drei Familienpizzas oder Pizzen verdrückt. Also wir waren 7 Leute. Pizzas. Pizzen. Und da ging es dann um dieses Thema so Foodsharing. So, ne? Und ja, und teilt man sein Essen oder teilt man nicht oder so? Und ich bin so einer, ich teile mein Essen tatsächlich ungern, gebe ich zu. Können wir eigentlich so ein paar Waffen hier mal verkaufen, sehe ich gerade? Ja, von mir aus, mach's so weg. Diese, so benutze diese ich sowieso nicht. Mach sie weg. Ich hebe einfach von jedem eins auf, dass er sie euch angucken könnte oder so, weiß ich nicht. Weiß nicht, dachte halt, wir sind gerne, so ein Sammler. Ich möchte sie mir gerne angucken. Und ja, und also habe ich halt gesagt, mache ich eigentlich nicht so gern. Und dann ging das so los. Dann hat mein einer Kollege gesagt, ja, das ist irgendwie so voll ein deutsches Ding. Ich so, oh, okay. Weil er kommt ursprünglich aus, ich glaube sogar aus Dubai oder so. Ja. Also arabische Länder. Und er meinte, das ist völlig normal, dass du halt mit den Leuten so dein Essen halt hin und her tauscht oder was auch immer. Dann einer meiner deutschen Kollegen hat auch gesagt so, nö, ich teile mein Essen nicht gerne. Wenn meine Freundin was haben will, dann muss es sich halt selber auch bestellen. Dann hat meine Teamchefin, die ist Spanierin, so, und die hat auch gesagt so, hä, nee, ist voll normal, dass wir so unser Essen teilen und so. Und dann hat sich das wirklich so ein bisschen rauskristallisiert, dass das so ein deutsches Ding zu sein scheint, dass man sein Essen nicht so gern teilt mit anderen. Außer, die Ausnahme war, wenn es sozusagen vorher abgesprochen ist. Also wenn man sowas sagt wie, ey, ich werde das und das essen, willst du auch was davon haben? Oder wenn die Person vorher fragt, ey, könnte ich das mal so probieren? Und da muss ich sagen, da muss ich auch zustimmen. Also wenn es jetzt heißt, hier so und so und oh ja, kann ich mal davon probieren, dann jo, alles klar, kein Problem. Aber wenn irgendwie so, ich bestell mir was und dann heißt es irgendwann, oh, das sieht aber auch lecker aus, hätte ich mal das genommen, kann ich mal probieren oder so. Dann halt, dann könnte ich ausrasten. Ich so, ja, dann einfach Pech. Nee, ich habe mir da tatsächlich schon essen. Ich habe mir da tatsächlich schon öfter Gedanken drüber gemacht, weil ich schon das öfter auch gehört habe und öfter auch schon mal in der Situation war, dass das quasi passiert ist, dass ich dann und ich muss sagen, ich habe so eine Art Vermutung, woher das kommt. Und ich zum Beispiel, ich teile mein Essen, da kommt es auf das Essen an. Also zum Beispiel Pommes. Wir sind zum Beispiel immer, Pommes kann bitte jeder haben. Wenn Pommes auf dem Tisch stehen, sind die für alle. Ja, stimmt. So, stimmt. Weil ja, Pommes sind kein Hauptessen für mich, sondern das ist halt irgendwie eine Beilage, die ich auch nicht besonders mag, tatsächlich. Na, die gehört so. Zwar für mich dazu, aber die muss echt nicht sein. So. Warte mal, ich habe hier noch Trüffel, das wollte ich verkaufen. So. Wo sind die Goldbarren hin? Bei Clint.
sind sehr viele. Bei Clint in der Kiste? Ah, bei Clint, da ist und ich ja, habe auch noch, ich hab auch noch für, welche benutzt für die Trüffelöl-Sachen. Wir müssen ein paar Goldbarren machen, glaube ich. Ja, ich weiß jetzt wieder. Ich habe gedacht, die wären in der To-Go-Kiste. Nee, du die sind doch hier auch. Hier sind auch noch Goldbarren hier im Lager. Lager? Beim Lager ist doch voll. Ja, beim Holz. Ich hole Baumaterialien. Ich hole das jetzt aus Clint's, aus Clint seiner Kiste. Da habe ich nämlich gar nicht nachgeguckt. Ansonsten geht es beim Foodsharing auch ganz oft darum, dass man das nicht tauscht oder nicht so gerne teilt, weil es ist auch immer nur eine Portion, die dich halt so satt macht. Und wenn ich mir die bestelle dann und das teile, dann werde ich ja nicht satt. Ja, stimmt. Und dann habe ich dafür Geld bezahlt und ich will ja satt werden. So, das ist schon mein Anliegen. Schon mein Anspruch. Ja, nee, tatsächlich. Also muss man ja so sagen. Und wenn man jetzt so allgemein teilt, bist zum Beispiel mit deinem Partner irgendwie essen und dann sagt man, hey, darf ich von dir probieren? So, beide haben ja Essen. Dass ja. Die Masse an Essen wird ja nicht weniger, nur weil man es teilt, so in dem Moment. Stimmt. Weißt du? So, das funktioniert dann. Es funktioniert dann aber nicht, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, nur einer bestellt sich irgendwie was. Wie zum Beispiel letztens beim Medienquiz. Ach so, wo ja. Wo wir uns ja auch schon, noch da Pizza bestellt Pizza, haben. Ne? Genau, so, genau. Wo ich mir gedacht habe, ey, klar, ich habe mir das jetzt bestellt, aber wenn jetzt hier jemand noch was haben möchte, bitte greif zu. So. Das habe ich aber, glaube ich, auch von vornherein, weiß ich nicht mehr, ob ich das auch so kommuniziert habe. Ja, ich habe halt gewartet, bis ihr alle quasi gefuttert hattet. Ja. Dann war ja irgendwie noch ein Stück übrig und dann denke ich mir so, dann kann meine genau. Zeit gern kommen, was ja. zu nehmen. Aber vorher, genau. vorher würde ich mich das niemals wagen, irgendwie danach zu fragen, nee. Muss ich zugeben. Nee, danach fragen würde ich auch nicht. Sondern abwarten, ja. bis auch jemand das sagt oder ob es mir angeboten wird. So, das passiert ja auch nicht selten tatsächlich, dass dir dann was angeboten wird. Ja. Wo ich dann aber sage, ey, ich habe gerade gefragt, so, und wenn ihr euch nichts selber bestellen wolltet, weil ich habe ja gefragt, so, ey, wir wollen uns Pizza bestellen, wer ist dabei, wer will auch noch was, bla bla bla, hätten wir Sammelbestellung gemacht, wäre ja kein Ding gewesen, so. Was noch? In anderen Ländern tatsächlich ist es so, gerade wenn man jetzt bei Familienessen ist oder so weiter, es ist immer unglaublich viel Essen. Ja? Das ja. heißt, es wird sowieso immer irgendwie geteilt und wenn noch jemand da ja. kommt, da ist immer Essen im Haus. Aber auch immer so fertige, so Gerichte. Nicht so Stulle mit Brot, ihr kannst dir ein Brot schmieren oder so, sondern da ist immer voll viel Essen da. So. Ja. Und dann, weiß ich nicht, Spanien, die haben ja auch, haben nicht auch so viel Tapas? Ja. Dass ja sowieso nur irgendwie so Vorspeisen sind, da wirst du ja nicht satt von. Und natürlich, also das wird dann auch geteilt, so. Ich glaube, das ist eine ganz andere Essenskultur. In Deutschland ist das halt, ja, wie gesagt, aufgrund der Portionengröße und aufgrund der Preise ist das halt auch gar nicht so möglich. Glaube ich. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, was du überhaupt bezahlst für dein Essen. Ich meine, wenn du jetzt eine Pizza für übertrieben gesagt 15 Euro kaufst und dann hast du eine und dann hast du, keine Ahnung, eine gefräßige Freundin, die dir ein Drittel davon weg isst, dann kann ich das schon verstehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel chinesisch bestelle oder so, dann bestelle ich meist viel zu viel. Also was heißt viel zu viel? Immer, auf jeden Fall immer mehr, als ich essen kann. Und wenn dann jemand sagt, ey, kann ich mal, hast du mal und so, dann ist das doch alles gar kein Problem. Ja. So an sich. Aber bei so Pizza oder so, schwierig. Kurze Zwischenfrage. Oh Mist. Warte nochmal. wo findet man denn jetzt so Gotteslachs gerade? Oh, das weil ist irgendwer, hat ja diese Quest angenommen, dass wir Gotteslachs angeln sollen. Aber woanders. Wer war denn das? Ich brauche einen örtlichen Angler, der mir hilft, die Zeit zu... Ja. Butch, jetzt guckst du bitte auch nach, wo es Gotteslachs gibt. Jawohl, Gotteslachs. Und ich hab durch diese Monster-Auslöschungsdinger habe ich einen Napalm-Ring bekommen. Wenn du einen Gegner besiegst, explodiert er. Napalm! Voll geil. Gotteslachs ist im Fluss zu finden. Ja, ich bin gerade auf dem Weg dahin. Frühling, Sommer. Ja, Frühling und Sommer. Okay, also einfach am Fluss. 6 bis 19 Uhr. Ich bin gerade auf dem Weg dahin. 6 bis 19 Uhr? Der Lottesgax. Lass mich hier durch, du dumme Sau. Auf zum Fluss. Ist ja auch der letzte Tag für Frühlingszwiebeln, merke ich gerade.
Frühlingswommeln. Oh, ich komme ja gar nicht voran. Ich wollte doch zu der Essensthematik übrigens noch. Wir haben dann noch die Theorie aufgestellt, dass es auch mit den Familienverhältnissen, so mit Geschwistern zu tun haben könnte. Ja. Also hat halt der mein einer Kollege, der kommt halt aus einer Riesenfamilie. Und hat das dann aber einfach direkt widerlegt. Also er hat gesagt, also klar musste man irgendwie schnell essen, weil dann hast du halt mehr bekommen, sag ich mal so. Aber ja, weiß ich nicht. Ich habe letztens mit meiner Schwester tatsächlich darüber so ein bisschen sinniert, ob es zwischen uns jemals Futterneid gab. Aber wir konnten uns da nicht dran erinnern. Also stehen nie eure sowas wie, eure ich will das haben oder ich will das haben. Busch, warum bist du jetzt gegangen? Ich weiß nicht, ihr habt jetzt ja mal die Verbindung eine Riesenfamilie. Oh, meine Verbindung ist auch weg. Ja, was ist denn hier jetzt los? Geil. Doch, Server hat die Verbindung beendet. Ja, okay, sind wir alle draußen. Beendet. Also ich bin noch drin. Ja, wir kommen auch bestimmt wieder rein. Könnt ihr mal beitreten. Ich versuch's mal. Ah, ja. Das fand ich gerade lustig. Dankeschön. Jetzt frage ich mich, stehe ich wieder am Fluss gleich? Oder? Nein, du bist wieder im Haus. Scheiße. Das heißt, mein Pferd ist verloren. Pferd verloren? Ja, das hat eine Rückfahrautomatik. Das stimmt. Ist morgen wieder da. Ja, morgen. Ja, nee, deswegen hatten wir erst überlegt, ob das mit Geschwistern zusammenhängt, aber die Theorie hat nicht so standgehalten. Aber trotzdem fand ich das interessant eigentlich. Mhm. So. Da, ja. Also nee, ich glaube, das ist eher so ein kulturelles Ding. Ja, ich glaube auch, dass es kulturell ist. Ich meine, in asiatischen Ländern ist es, glaube ich, auch normal, dass alle mit ihren Stäbchen zusammen aus, also nicht aus einer Schüssel essen, aber da gibt es, je nachdem, wenn du essen gehst, gibt es oft große Schüsseln, aus denen die Leute ihr Zeug selber mit ihren Stäbchen rausnehmen. Glaube ich, mal gesehen zu haben. Ich glaube auch, da gibt es da irgendwie einen Topf in der Mitte und dann können alle raus schaufeln. Und dieses, das ist aber und dieses, auch cool. Das ist dieses super, Prinzip, das ist total gut. Ja, dieses Prinzip gibt es ja in mehreren Ländern. Ich glaube. Ja. Raclette, Fondue. Na, theoretisch haben wir das auch tatsächlich sowas, auch immer. Wir haben sowas eigentlich auch immer gemacht. Es wurde immer groß Mittag gekocht und dann steht der Pott in der Mitte und dann nimmt man sich, bis alle ist. Ja, gut, stimmt, ja. Also es kommt ja trotzdem auf den Tisch so. Ja. Obwohl, da hatte ich auch mal so einen leichten, wie ich sag mal, Kulturschock. Also ich kenne das von zu Hause auch so, dass ne, meine Mom hat dann früher Essen gemacht so und dann gab es eben, weiß ich, jetzt wie zum Beispiel am Montag, Montag war auch ein gutes Beispiel, da gab es schön Entenbraten bei den Bobs. Oh. Und dann gab es halt ne, die Entenstücke. Gab es eine so eine Platte, dann gab es halt eine Schüssel mit Grünkohl, dann gab es halt eine Schüssel mit Kartoffeln und eine Sauciere so, oder so, ja, mit Soße eben. Geil. Und da hat sich dann halt auch quasi jeder das weggenommen, wie viel er drauf haben wollte. So, und dann hatte ich meine Freundin, deren Mutter war oder ist immer noch Köchin. Und bei denen war das so, dass die Portionen, glaube ich, sogar richtig vorher drauf gemacht wurden auf den Teller und dann wurden die Teller auf den Esstisch, sage ich mal, gestellt. Ach so, und das war ja für mich irgendwie, das war für mich so, what? Aber, okay, ich dachte, ich entscheide selber, wie viel ich drauf haben möchte, so. Und da hieß es dann immer, nee, du kriegst ganz viel, weil ein junger Mensch kann immer essen. Du musst Ich kenne das, dass man das so macht, wenn zum Beispiel der Tisch, auf dem gegessen wird, einfach gar nicht den Platz hergibt, ja, dass gut, man ja da jetzt irgendwie noch einen Topf in der Mitte stellt und deswegen wird das irgendwie schon in der Küche gemacht und ja, wenn du noch mehr willst, dann kriegst du halt auch noch mehr. Hoffentlich, bitte. Ja, haben wir noch? Zwei noch? Und dann, dann geht das so. Aber ja, sonst muss man halt so immer in die Küche rennen. Das macht eigentlich obwohl Rieke und ich das auch immer so machen jetzt mittlerweile. Also, dass wir vorher schon das auf die Teller, also in der Küche quasi alles schon aufmachen und dann, ja, dann am Esstisch erst essen. Shit. Hab meine Wurzeln völlig verraten. Aber wenn wir jetzt über Essen reden, dann kriege ich irgendwie doch Hunger. Ich habe auch schon wieder Hunger, ey. Wo ich euch gut gegessen habe. War aber auch nötig nach dem Morgen.
Ich glaube, ich habe das Pferd von jemand anderem geklaut, denn meins steht wieder im Stall und es stand noch eins vor der Tür. Das könnte meins gewesen sein. Ja, kann sein. Ich habe es mal ein bisschen von meinem Haus weggeritten. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil es kommt ja auch wieder nach oben. Stimmt. Hat ja die Rückfahrautomatik. Richtig. So, ich habe noch ein bisschen Müll gesammelt und jetzt gehe ich ins Bett hier. Autopilot quasi. Jo. Der Bettpilot. Oh, ey, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich mir am Wochenende schon wieder autonomes Fahren herbeigewünscht hatte. Nur Trottel auf der Autobahn mal wieder. Nur Idioten. Ey, ganz schlimm. Die sind aber nicht nur auf so, der Autobahn. Dann auch so Leute, ja, also natürlich, aber dadurch, dass du ja sehr viele Leute triffst mit Autos, fällt es dann natürlich noch dann mehr auf. Ja klar, jemand, der auf der Couch sitzt, den wirst du auf der Autobahn nicht finden. Am anderen Ende hört man eine quietschende Stimme. Hey yo, Poke, ich verkaufe gute Hüte. Bitte kommen, bring Münze, Poke. Ich mag Münzen, Klick. Nachts so, ich könnte jetzt hier am Telefon übrigens stehen bleiben und die Nacht ewig in die Länge ziehen. Ey, cool. Das wär ja lustig. So. Aber ich breche jetzt einfach vorm Telefon zusammen. He collapses in front of the telephone. 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 Dies. Telephone. Passiert da grad was? Ah, nee, doch nicht. Nee. Doch nichts. Außer, dass wir Money kriegen. Ja, dann ist wieder schön Käse Money. Verkauft. Money, Münze. Ich mag Münze. Klick. Ja, Trüffel, vor allem der Trüffel, der ballert. Ja, ich weiß, Trüffel. Deswegen habe ich die Maschinen ja gemacht. Doch, das ist, was ich da mache. Du musst bloß aufpassen, wenn du Trüffel in Iridium-Qualität aufhebst, dann brauchst du die nicht in Trüffelöl verarbeiten, weil die bringen tendenziell mehr. Ach, ist das so? Ja. Dann habe ich uns Geld gekostet, tatsächlich. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja gut, wenn ihr sehen wollt, wie Butch uns weiterhin Geld kostet, dann gern ein Like da lassen. Lasst euren Favorite Zungenbrecher in den Kommentaren. Ja, vergesst das nicht. Und dann müssen wir es aber auch so machen, dass wir uns die mal rausschreiben und dann hier mal einmal aufsagen vielleicht. Oh ja, Zungenbrecher der Woche, das wäre schön. Obwohl ablesen ist, glaube ich, zu einfach, oder? Nee, den lernt man vorher auswendig und dann macht man Zungenbrecher der Woche. Lernen. Ja. Gar kein Problem. Genau, sowas. Und bis dahin könnt ihr euch andere Zungenbrecher gern bei der Mikintosh angucken. Natürlich. Auf seinem Kanal. Jeden Tag ein Zungenbrecher. Nein, das ist so verspreche ich euch jetzt einfach nein. So. Nein. Oder wahlweise auch jeden Tag eine Folge Stardew Valley. Das auf jeden Fall, aber ein Zungenbrecher jeden Tag, da müsst ihr euch enttäuschen. Es kannst du ruhig mal eine Challenge machen, so für eine Woche, so, ne? Ja, genau. Machen wir einfach auch. Mike, du klingst jetzt gar nicht so begeistert, was da los? Ich, doch, yippie. Ja. Siehst du, schon viel besser. So freuen wir uns, dieses Gefühl behalten wir uns bei und sehen uns nächste Woche wieder. Sowas gibt's bei mir nicht. Tschüss. Sowas gibt's bei mir nicht. Tschüss.